spricht es an. Alles okay, Lev? Ja. Such weiter. Okay. An die Leiter. Bereit? Jesse. Glaubt, ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Wirst schon sehen, du Arschloch. Sie wird es lieben. Hände hoch. Weg von den Sachen. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich hier nicht um. Lev, zieh weiter auf ihn. Den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichs! Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn auch! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Okay? Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst! Nein! Geh weg von hier! Tommy! Komm! Komm.
Bleib hier. Pass gut auf, sie darf nicht raus. Renn mir ja nicht weg! Gleich hab ich dich! Du bist tot!
Stopp!
Elisabeth zu tun. Sie ist schwanger. Gut. Abby. Hey, Kumpel. Was ist los? Alles gut. Ja, ist okay. Alles gut. Wer ist der süße Junge, hm? Dina! Was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wie wär's mit Musik? Tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Wo ist er? Wahrscheinlich auf dem Traktor. Willst du Luft schnappen?
Hey, Ali. Was machst du hier draußen? Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr dauernd in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zu Mami. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Oh, mein Rücken. Schaffst du es? Ja, ich schaff das. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay, es reicht. Im Ernst. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, langsam. Genau so. Gut gemacht. Ja. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kraschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst, ich bin der Superschäfer. Hört her, Schafe. Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit. Snowy, Scheunenzeit. Daisy, rein da. Viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins. Zwei. Ich höre lieber auf. Ich werde ganz müde. Eugene. Hey, rein. Todd. Na, Bewegung. Ach. Wir haben viel zu viele Schafe. Essen? Was meinst du? Leckerer Snack? Okay, Schafe. Wir sehen uns morgen. Hey. Wo kommst du her?
kleiner Freund. Ich hab nur die. Ist okay. Na, alles. Hey. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Au. Au. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß, er besteht aus lauter Muskeln. Hm? Bei euch alles gut? Wie geht's Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau,
mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Tja. Ich kann nicht gehen. Ich weiß. Okay. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey! Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. War dir das? Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu.
Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouille. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Ich gebe euch beiden 2 Wochen, dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! Du bist so ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Dir gefällt's doch. Jeder Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Ach, Ellie. Ich glaube, sie haben Grund, dich zu fürchten. Das ist ein Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denkt nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey! Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmer dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Hey. Hey. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat, hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen. Ich bin nicht wie du, Dina. Was?
Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Ich liebe dich. Beweis es. Bleib. Ich kann nicht. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja? Tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Hey, warte. Hey. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Das liegt bei dir. Jetzt müssen wir nur. Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. Zehn. Auf der Seite ist es nicht. Alle gerade. 30.09. Komisches Graffiti. Ist das von den Fireflies? Nein. Jedenfalls nichts, was ich erkenne. Vielleicht. Klicker. Alles ruhig jetzt. Gut. Ich wusste, da draußen war was. Ja, hast du. Bleib wachsam. Suchen wir weiter nach dem Haus. 2425. Sehr gut.
sehe keine Hausnummern. Ja, das muss es sein. Oder? Ja. Mal sehen. Lassen aus. Such weiter. Versperrt. Vielleicht geht es woanders rein. Bist du etwa optimistisch? Ich versuche zu helfen. Du hilfst immer. 2425 Konstanz. Wir sind da. Okay, aber hier ist nichts. Das wissen wir noch nicht. Es soll aussehen wie draußen, aber Pflanzen sehen anders aus. Vielleicht, Kratzer. Kusch. Hallo? Schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Sie hatten hier unten Strom. Schau dich um. Stimmt, Solarstrom. Oh. Na,
Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Kathleen Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Okay, gut. Du hattest recht. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Hey, was wird das? Warte, warte! Ah! Ah! Scheiße, Mann! Fuck. Alles gut. Hol dir den Kleid. Was ist denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Oh, shit! Ganz schöner Glücksfall, was?
Als nächstes hin. Zwei, vier, zwei, fünf, Constance. Ja, das muss es sein. Gut aus. Mal los. Okay. Und jetzt? Mesa Bluff. Ich bin hier und nach Santa Barbara rein geht's da lang. Thank you.
Hab ich dich. Vielleicht komme ich hier durch.
Siehst du, wir haben was. Hier sieht aber echt übel aus. Mit Glück überlebt sie einen Monat. Können wir es für heute nicht gut sein lassen? Ja, hol das Ding runter und erneuere. Im Ernst, Mann? Lohnt sich für sie der Weg überhaupt zurück? Ist ja... Hat es dich erwischt? Nein, alles gut. Alles gut. Oh, fuck. Was gibt's da zu lachen? Du hast dir in die Hose gemacht. Was hast du gesagt? Was für ein Schisser. Du lachst gerne, was? Steh auf. Hey, komm schon. Steh auf. Das muss nicht sein, Mann. Sie ist doch total am Arsch. Los. Findest du komisch, hä? Das ist lustig. Ja. Verdammte Scheiße. Fuck. Scheiße. Du sagtest Abby, du suchst an Abby, oder? Wir haben vor ein paar Monaten eine geschnappt. Als ob. Sie ist groß. Blond. Hat Arme wie ich. Sie hat einen dürren Jungen dabei. Mit Narben am Mund. Ja. Ja, das ist sie.
Lass mich gehen. Und ich sag dir, wo sie ist. Du kannst sie finden, bevor die Infektion sich ausbreitet. Rede. Sie steckt in einer Zelle, in unserem Lager. Was ist das? Du musst da lang, bis zu den Schienen. Dann kommst du zu einem Ressort. Wir halten sie in einem großen, runden Haus. Ich schwör's. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Schien zum Resort. Großes, rundes Haus. Fuck. Hier drüben! Zieht auf die Beine! Ich geh nicht zurück! Er hat eine Waffe! Gott verdammt! Scheiße. Okay. Woher hatte er die Waffe? Die anderen sollen alles absuchen, nicht, dass noch jemand rausgekommen ist. Und achtet auf Infizierte. Ja. Wenn ich raus bin, dann... Hier ist jemand! Hier! Große Gruppe. Ich muss sie finden, ehe diese Idioten sie töten.
Erledigt! Weiter! Yeah.
Okay. Der Weg zum Resort. Das sieht wie ein großes, rundes Haus aus. Wie komme ich da rein? Hallo. Komm schon, komm schon! Du schaffst es! Noch ein kleines Stück, Kumpel! Lass ihn in Ruhe. Er spürt doch nichts. Na, scheiß drauf! Ich hatte ihm genau das versprochen. Das ist so ein abartiges Hobby. Jetzt wirst du doch wieder nicht gebracht. Da war was. Überprüfen wir das. Los, ich geb dir Deckung. Ich sehe nichts. Du? Ist alles okay? Schon wieder? Aufgepasst, Offizier! Die Umgebung durchsuchen. Da draußen ist jemand. Ach, nicht! Alles klar. Nagel sie fest! Das sind kranke Arschlöcher.
Großes rundes Haus. Da ist es. Scheiß auf all die Arschlöcher. Okay. Atmen.
Siehst du irgendwas? Nein, nichts. Thank you.
Wir haben ihn! Gleich da drüben! Abby. Sie hat einen Biss. Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Yeah.
Abby? Legen Boote. Come on.
Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast ihn mit reingezogen. Okay. God!
gehe. Ich bin einfach...
Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuch gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Ja.
Thank you.
I'm going there to see my
my father. I'm going there. No more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over. I'll soon be free from earthly trial. This body read in the old churchyard. I'll drop this cross of self-denial and go see home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. Just a going over home. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going.